Mein Name ist Lotte Kleiling, ich bin Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste und arbeite in der Schiller-Bibliothek mit Ettungen Medienetage in Berlin-Mitte am Leopoldplatz. Meine Aufgaben sind vielfältig. Ich betreue unter anderem die bibliotheksspezifische und die normale IT-Technik in unserem Haus. Die bibliotheksspezifischen Sachen sind zum Beispiel der Sonic Chair, Visualisierungsbildschirme, digitale Prospektständer und so weiter. Ich bin Karin Lieberts. Ich arbeite zusammen mit George in der Schillerbibliothek am Leopoldplatz im Wedding. Ich bin stellvertretende Bibliotheksleitung, bin Bibliothekarin und bin Leiterin der Jugendmedienetage. Das ist eine Spezialbibliothek für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 bis 25 Jahren. Und dieses Jugendprofil ist gleichzeitig profilgebend für das gesamte Haus der Schillerbibliothek. Zu meinen weiteren Aufgaben gehören die Drittmittelakquise, der wir die Förderung und Durchführung des Makerspace verdanken. Unser Makerspace ist generationsübergreifend. Das heißt, wir haben Teilnehmer im Alter von 7 bis 70 Jahren. Zunächst haben wir es erstmal nur an Jugendliche ausgerichtet, aber die Nachfrage hat gezeigt, dass wir unsere Zielgruppe erweitern müssen und auch mit Kindern und Erwachsenen zusammenarbeiten wollen. In Berlin gibt es ja 12 Bezirke und jeder Bezirk hat eine Zentralbibliothek, Bezirkszentralbibliothek, das ist die größte Einheit, und dann etwas kleinere Einheiten, Mittelpunktsbibliotheken, und wir sind eine Mittelpunktbibliothek. Und hier im Wedding gibt es, also in Mitte gibt es noch zwei weitere Mittelpunktbibliotheken, nämlich die Bruno-Löschel-Bibliothek und die Bibliothek am Luisenbad. Und unsere Zentralbibliothek ist die Philipp-Scheffer-Bibliothek. Eure Bibliothek ist ja gut besucht. Warum kommen die Menschen denn überhaupt hierher? Also unser Makerspace bietet Technik und Techniken zum Ausprobieren und zum Kennenlernen an. Und deshalb kommen die Leute zu uns. Wir möchten einen Raum schaffen, wo, wie Dorte bereits sagte, neue Technik und neue Techniken ausprobiert werden kann, in kleinen Experimentierprojekten. Technik, die man sich so nicht selber kauft, weil sie zu kostspielig ist privat. Und wir möchten mit unserem Makerspace auch Nutzer in die Bibliothek locken, die die Bibliothek bisher nicht als für sie interessant bewertet haben. Ja? Wir bieten Workshops an, pro Jahr zwei unterschiedliche Workshops. Unsere Förderperiode begann im Januar 2016 und endet im Dezember 2018. Und unser erster Workshop, den wir angeboten haben im Dezember 2016, war der 3D-Druck-Workshop. Also ich habe hier zum Beispiel so ein paar Exponate, die wir selber gedruckt haben. Zum Beispiel solch ein Armband, ist erstaunlich flexibel. Oder zum Beispiel eine Handyhülle. Dann haben wir unser Maskottchen, das ist der Hugo. Den haben wir gescannt mit unserem Digitizer und dann verkleinert wieder ausgedruckt. Der 3D-Workshop wird sehr gut besucht, sodass wir nach dem Ende der Zeit, also Februar 2017, haben wir mit diesem Workshop aufgehört, haben wir praktisch zusätzlich noch mal einmal im Monat einen 3D-Druck bis zum Ende des Jahres 2017 auf jeden Fall im Angebot. Jetzt ab März haben wir angefangen mit einem Workshop, der sich um Programmierung dreht. Und Hauptperson ist dieses kleine, knuffige Roboterauto. Dieses Auto kann man erstmal zusammenbauen. Dazu braucht man keinen Lötkolben, sondern nur einen Schraubenzieher und Clipverbindungen. Und dann kann man diesem Auto eine Choreografie einprogrammieren. Das macht man mit Scratch. Scratch ist eine grafische Programmiersprache, wo die Befehle schon vorformuliert ins Ausgabefeld gezogen werden. Und da hat man sehr schnell Erfolge und kann eine ganz schöne Choreografie dem Auto aufprogrammieren. Das Auto kann man so kaufen, ne? Ja, das Auto kann man kaufen. Wir haben 16, genau, das ist in so einem Kit drin. Da ist auch der Schraubenzieher mit drin. Wir haben 16 M-Bot-Autos gekauft und die sind mittlerweile alle zusammengebaut und werden jetzt programmiert.
Kann man die auch ausleihen oder nur hier nutzen? Nee, die kann man nur hier nutzen, damit wir sie für neue Teilnehmer, die noch nicht da waren, auch einsetzen kann. Mhm. Und bei dem 3D-Druck bezahlt man da die Materialien oder wie macht ihr das? Nein, das ist komplett kostenlos. Also das ist auch das Ziel unserer Workshops, dass sie komplett kostenlos sind. Also man braucht nichts bezahlen. Wir kaufen das Filament, das ist das zu verdruckende Material. Das ist, sieht aus wie auf einer großen Lakritzrolle der Lakritz in unterschiedlichen Farben. Und man braucht nichts zu bezahlen. Wie kam ihr auf die Idee, um Makerspace zu bemühen, diesen Antrag zu stellen? Wir hatten von unserem Bibliotheksfachbereichsleiter hatten wir schon gehört, dass es so etwas geben wird oder dass es sowas gibt wie Makerspaces. Hatten dann so ein bisschen recherchiert und als sich die Fördermöglichkeit aufgetan hat, über die EFRE-Mittel Gelder zu bekommen, haben wir, noch bevor wir in diese Bibliothek gezogen sind, wir sind hier erst 2015 eingezogen, im Juli, vorher haben wir die Anträge schon gestellt, dass wir das hier durchführen wollen. Okay. Und vielleicht könnt ihr mal den Makerspace beschreiben. Also wie kann man sich das vorstellen als Externer? Wann ist der geöffnet? Ja, wir bieten das einmal wöchentlich an, dienstags von 16 bis 19 Uhr. 16 Uhr, damit die Schüler nach der Schule kommen können. Und 19 Uhr, dass auch Berufstätige daran teilnehmen können. Ja, in einem Teil der Bibliothek, in der Jugendmedienetage, im zweiten OG und da in der Makerspace-Zone. Da haben wir einen Teil, der sonst als Lernzone genutzt wird, so ein bisschen abgetrennt, haben Werkstattstränke gekauft. Da bringen wir unsere Technik unter, also der 3D-Drucker, der Scanner, unser großer neuer PC, die 16 kleinen M-Bots und das Filament, also die ganzen Verbrauchsmaterialien bringen wir unter. Und da findet dann der Workshop statt. Und der Workshop, das ist so, man muss sich das so vorstellen, dass es nicht so ist, dass einer vorne steht und erklärt. Also es gibt keine Choreografie für dieses Lernen, sondern das Wichtige ist das gemeinsame Lernen, das gemeinsame Entdecken, gemeinsames Problem lösen. Wie alle, die mit dem 3D-Drucker drucken, haben alle schon mal das Problem gehabt, dass der Extruder, also diese Düse, verstopft. Wie bekommt man die wieder frei? Ne? Alle wühlen in ihren Taschen, wir suchen Nadeln und beseitigen den Schaden. Und also Ziel ist eben dieses gemeinsame Lernen, das gemeinsame Helfen. Und ich finde auch so toll, dass alle so geduldig miteinander sind. Weil man muss manchmal ein bisschen warten, bis man dran ist am 3D-Drucker und oder bis man am PC ist, um sein Objekt vorzubereiten. Da gab es nie Hektik, sondern es war immer sehr, sehr nett im Umgang miteinander. Das heißt, es ist ein temporärer Raum, den ihr aufbaut. Für genau. Die Zeit ist Workshops und während dieser Zeit ist das ein Makerspace und in der übrigen Zeit ist es ein normaler Lernraum. Okay, habt ihr das Gefühl, dass das schon Effekte hat in die Kommune hinein, also in die Umgebung hier? Wir sind ja hier an einem Brennpunkt auch. Auf jeden Fall. Also wir haben gemerkt, dass sich da wirklich Personen zusammenfinden, die im normalen Leben nichts miteinander zu tun haben würden. Wir haben den 70-jährigen Rentner, der kommt, der sich genauso gut mit einem 7-jährigen Schüler, der ihm dann wieder was beibringt oder auch umgekehrt. Also das ist ein gegenseitiges Befruchten. Die sind wirklich sehr wertschätzend miteinander, die verabreden sich auch außerhalb der Zeit miteinander, die schreiben sich E-Mails, vernetzen sich über Google Drive, tauschen Videos aus, Erfahrungsberichte, Fotos. Damit bekommen wir dann auch gerne immer mal ein Feedback, dass wir dann mitbekommen, dass das eben untereinander sehr gut funktioniert. Also da sind auch richtige Freundschaften schon entstanden. Wir haben das auch im Workshop, dass sich das so entwickelt hat, so eine nette Atmosphäre, dass wir es eben jetzt schon haben. Da bringt jeder mal was zu naschen mit. Weihnachten hat Karin unseren selbstgedruckten Keksausstecher mit nach Hause genommen, hat Kekse gebacken und die haben wir dann an einem Dienstag im Advent dann miteinander verspeist. Also das ist wirklich so ein Untereinander, was sich sonst vielleicht wirklich nicht so entwickelt hätte. Das stimmt. Also entsteht da so eine Art Maker-Community? Ja. Auf jeden Fall. Würde ich sagen, auf jeden Fall. Auch über die verschiedenen Bereiche hinweg, also 3D-Druck, Robotik. Wir haben jetzt, diese Woche war jetzt, das hatte Karin noch nicht erwähnt, wir haben diesen 3D-Druck-Workshop ja jetzt, doch, das hat es erwähnt, verlängert. Und diese Woche war es eben so, dass wir am Dienstag den Workshop mit den Roboterautos hatten und da war dann ein Junge, der es nicht schafft sonst, also der nur in den Ferien kommen kann und der hörte dann, oh, 3D-Druck und zack, war er gestern dann auch da und war hellauf begeistert.
Und so spricht sich das dann auch rum. Also sie bringen auch wieder Schüler ihre Freunde mit oder eben auch Erwachsene, die sich dann irgendwo, da wird mal die Freundin mitgebracht oder wird gesagt, Mensch, geh doch da mal hin und probier mal aus. Mhm. Also das ist wirklich, man merkt, wie es sich so vernetzt auch. Es gibt so eine feste Gruppe, sagen, ne? Also sagen wir Stammteilnehmer. Stammteilnehmer, das sind so 10-12 Leute. Und dann gibt es so Satelliten, die immer wieder zustoßen, eine Weile den Workshop begleiten, dann sind sie wieder weg, weil es Studenten sind, die dann andere Sachzwänge haben, dass sie nicht kommen können. Aber es ist eine feste Community, die immer so erweitert wird durch unterschiedliche Teilnehmer. Mhm. Welche Kosten fallen eigentlich an, wenn man so einen Makerspace betreibt? Worauf muss man sich einstellen? Also es entstehen Kosten für Honorare, dann für technische Ausstattung, das hatte ich eben schon gesagt, also 3D-Drucker, Digitizer, je nachdem, was man anbietet, und für Projektkoordination und für Werbung und Verbrauchsmaterial, das muss man auch kalkulieren. Wie werbt ihr für den Makerspace? Mhm. Wir haben zum einen Werbung im Berliner Fenster, das ist Werbung auf einem Monitor in der U-Bahn. Dann drucken wir Plakate und Postkarten. Die verteilen wir in Jugendfreizeitheimen und in Schulen. Dann posten wir natürlich auf Facebook unsere Angebote und werben auch genau dort. Dankeschön. Im Veranstaltungsfeier, wir haben so einen monatlichen Veranstaltungsfeier der Stadtbibliothek Mitte. Dann schreiben wir Artikel im Newsletter der Stadtbibliothek, auf unserer Homepage der Stadtbibliothek Mitte und was habe ich jetzt? Fachpresse. Ah ja, Fachpresse, genau. Zum Beispiel wird im BOB, Buch und Bibliothek, im Mai wird ein Artikel über unser Makerspace erscheinen. Und dann haben wir noch an der Stirnseite unseres Gebäudes, also hinten zur Genterstraße und vorne zur Müllerstraße, so einen Schriftzug anbringen lassen, Makerspace. Und der fällt auch wirklich den Leuten ins Auge. Das finde ich irgendwie ganz schön. Mhm. Wenn ihr so viel werbt in Berlin, kommen denn auch Leute aus anderen Bezirken hierher? Ja. Zum Beispiel der Junge, der gestern da war, der war aus... Also völlig raus aus unserem Umfeld. Der hatte das auch irgendwo gelesen oder ich weiß gar nicht genau, wo er her ist. Wusste auf jeden Fall... hat er sich eben wirklich ganz gezielt deswegen auf den Weg gemacht. Okay. Die Stadtbibliothek Mitte, also die Schillerbibliothek, ist ja eine öffentliche Einrichtung und wir bekommen unser Geld über Steuergelder, die über des Landes Berlins, die über das Bezirksamt Mitte wieder in die Bibliothek fließen. Aber unser Makerspace ist finanziert durch Mittel der Europäischen Union zur Förderung regionaler Entwicklung im Rahmen des Programmes BIS, Bibliotheken im Stadtteil. Und dieses Fördermodell ist basiert auf Kofinanzierung durch den Fördernehmer. Das heißt, in unserem Fall, unsere Projektsumme, die beläuft sich insgesamt auf 100.000 Euro, wird zu 50.000 Euro aus bezirklichen Haushaltsmitteln und zu 50.000 Euro über Mittel der Europäischen Union gefördert. Die große Frage bei diesem Projekt ist ja immer die Nachhaltigkeit. Wie denkt ihr, wie das dann weitergeht nach dem Förderende? Also wir haben ja schon mit dem 3D-Druck schon so eine Lösung angepeilt, dass wir weiter Workshops bieten. Wir können natürlich nicht jede Woche die gesamte Palette aller Workshops, sondern dass man das vielleicht alternierend macht. Es kann auch gut sein, und das hoffe ich auch so ein bisschen, weil wir sehr interessierte Leute da haben, dass die dann fähig sind, selber einen Workshop-Tag für andere zu gestalten. So stelle ich mir das vor. Aber wir sind noch in der Erprobung. Es ist ja erst der zweite Workshop, den wir anbieten. Aber ich glaube, so eine Mischung aus dem, dass Dörte und ich Workshops übernehmen und Teilnehmer der Ur-Workshops dann Multiplikatoren werden. Das wünsche ich mir. Also unser Fachbereichsleiter, Herr Rogge, hat schon einen Antrag gestellt, dass man das umbaut, ja, also mit so einer Glaswand, also dass man es transparent hält natürlich, das soll sein, aber gleichzeitig so eine Ruhezone schafft, und da könnte das Makerspace natürlich wunderbar stattfinden, und wir bräuchten nicht immer die Technik aufbauen, zurückbauen und so weiter und so fort. Das wäre natürlich schön, und ich denke, es sieht ganz gut aus, dass wir das bekommen. Ja, weil ich denke, dann ist auch noch eine bessere Möglichkeit gegeben, dass es nachhaltig ist. Ne? Mhm, genau, ja, natürlich. Noch mehr Workshops da
können ja wirklich andere dann auch kommen und da was natürlich, anbieten. Natürlich. Unser nächstes Projekt, was wir ab September planen, das habe ich vielleicht noch gar nicht erwähnt. Wir wollen uns da mit Textildruck beschäftigen. Also wir werden einen Plotter kaufen, Cameo 3, Silhouette Cameo 3 und eine Transferpresse. Und werden dann Stoffbeutel bedrucken oder Stoffrucksäcke, also die mit den dünnen Trägern, die jetzt im Moment so angesagt sind. Weil das haben wir auch kennengelernt auf der Maker Faire. Wir gehen regelmäßig zur Maker Faire, weil wir natürlich auch Inspiration brauchen über Trends und neue Entwicklungen in diesem Bereich und auch mögliche Honorarkräfte kennenlernen wollen oder neue Kooperationen andenken, neue Projekte kennenlernen wollen. Deshalb gehen wir zur Maker Faire. Und beim letzten Mal, als wir die Maker Faire betraten, habe ich gleich dieses Auto gesehen. Und nachdem wir mit den Mitarbeitern gesprochen haben, war irgendwie gleich klar, das wollen wir, das ist genau das richtige zweite Workshop-Thema. Und als drittes hatten wir dann auch gesehen, wie zum Beispiel dieser Stoffdruck passiert, und da haben sich auch sehr viele Leute für interessiert, weil man zum einen natürlich fertige Motive übernehmen kann, aber auch selber zeichnen kann, mit seinen Initialen versehen kann und so. Und das war auch sehr beliebt, und deshalb ist das dritte Thema ab September 2017. Kann man also sagen, die Maker Faire ist euer persönliche Weiterbildung. Und unser Übungstrainingsraum sozusagen, weil wir probieren natürlich auch aus, ne, was ich denke immer, was uns gefällt, gefällt möglicherweise auch anderen. Wenn es leicht zugänglich ist, wenn es niederschwellig ist, wenn man relativ schnell Erfolge sieht, wenn die Produkte ansprechend sind und wenn sie auch so sind, dass sie nicht so teuer sind, dass wir jedem Teilnehmer das mitgeben können, wie zum Beispiel die Drucktasche oder das Armband beim 3D-Druck. Wir wollen ja auch andere ansprechen, die vielleicht darüber nachdenken, Makerspace aufzubauen. Mhm. Welche Kompetenz muss man denn mitbringen? Was habt ihr denn irgendwie? Warum seid ihr denn irgendwie Neugierde? Ja, Neugierde. Ich denke mal, auf jeden Fall Neugierde. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn man keine Lust dazu hat, dann kommt man auch nicht weiter. Also das finde ich, und damit das andere kommt von selbst. Neugierde, so ein bisschen technikaffin ist auch nicht schlecht, und auch Bereitschaft, sich Situationen auszusetzen, wo man vielleicht denkt, na, das kann ich noch nicht so. Wir waren, Dörte und ich, wir waren bei einem 3D-Druck-Workshop in Wildau und haben auch gedacht, naja, wir beide Bibliothekare jetzt zwischen den Ingenieurstudenten, wie wird das gehen? War aber ganz wunderbar, also war total inspirierend und hat uns weitergebracht. Also man muss sich dem auch aussetzen, und das macht aber auch Spaß. Man gewinnt selber für sich eine ganze Menge. Also wer hat in seinem Berufsleben die Chance, so neue Technik kennenzulernen, 3D-Druck oder hier das Programmieren? Und das finde ich für mich persönlich, und ich glaube für Dörte auch, ist ein Gewinn. Okay. Und habt ihr kein Problem damit, dass ihr dann nicht so die Bescheidwisser seid und den Workshop anbietet und vielleicht andere dahin kommen, die viel mehr Ahnung haben als ihr? Nein, überhaupt nicht. Das ist im Leben ja andauernd so, dass einer ein Spezialist ist, der Bescheid weiß. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Das ist ja auch das Prinzip bei Makerspace, dass wirklich Schwarmintelligenz ist ja immer das Schlagwort. Also was ich nicht weiß, weiß Karin, oder weiß dann eben der Wolf, der kommt, oder der Lennart, der kommt bei uns in den Workshop. Also wir haben zum Beispiel auch den 7-Jährigen, der mir teilweise Probleme erklären konnte an einem PC, wo ich kurz erstmal gedacht habe, ui, okay. Aber finde ich wunderbar. Also genauso eben auch der 70-Jährige, der entweder eine Frage stellt oder eine Frage beantworten kann. Mhm. Ihr Altersspann hat man, glaube ich, aber also genau, welche Personen kommen denn zu euch? Also welche hattet ihr ursprünglich im Visier, als ihr den Antrag gestellt habt, und wo hat es euch vielleicht auch überrascht? Also unsere erste Idee war ja wirklich, das für Jugendliche anzubieten, aber wir sind dann ganz schnell von der Realität im positiven Sinne eingeholt worden und haben gesagt, wir erweitern unsere Zielgruppe, und jetzt kommen Teilnehmer von 7 bis 70 zu uns. Und das ist jedes Mal bei jedem Workshop so, dass wir da wirklich von klein bis groß alles dabei haben. Und es ist völlig unproblematisch. Ja. Also auch die Teilnehmer untereinander, also die haben überhaupt keine Berührungsängste. Also niemand macht sich über jemanden lustig oder so. Also es ist wirklich hervorragend. Mhm. Es ist Lernen über alle Altersstufen hinweg, gemeinsam. Das finde ich ganz toll. Das finde ich ganz toll. Auch so als derjenige, der verantwortlich ist für den Workshop. Also Dort und ich sind ja schon verantwortlich, dass für den Ablauf.
auch für uns ist es nicht belastend, wenn ein Problem auftaucht. Wir werden eine Lösung finden. Und das ist richtig schön. Mhm. Welche Kompetenz muss man denn mitbringen, so als Teilnehmer? Oder wenn man also so quasi ein nicht so technikaffiner Mensch ist, sagen wir mal 45 plus, und aber so denken, vielleicht sollte ich mich auch mal damit beschäftigen. Ja, auch Neugierde, genauso wie das bei Dörte und mir war. Wir sind ja auch älter schon. Neugierde, ja, und Geduld, vielleicht ein bisschen sich öffnen. Und sich Offenheit, genau. Offenheit, also sich also von dem Jüngeren auch irgendwas erklären lassen. Aber das war eigentlich nie ein Problem. Ja. Wenn ihr eine Empfehlung geben wolltet an andere, die vielleicht auch darüber nachdenken, Makerspace aufzubauen, woran sollte man unbedingt denken? Räume. Und auch Räume, die ausgestattet sind, dass man Makerspace machen kann. Also bei dem nächsten Bibliotheksbau hat Herr Ronge versprochen, es gibt einen Werkstattraum, da ist ein Wasseranschluss, ein großes Waschbecken, wo man auch mal was ausspülen kann oder so. Das sollte auf jeden Fall vorhanden sein und in neue Bibliotheken auf jeden Fall integriert sein. Was man sonst noch braucht? Oder man muss sehen, dass man aus den vorhandenen Mitteln einfach das Optimale heraus hat. Also sich da nicht abschrecken lassen, sondern einfach probieren, was geht. Vielleicht funktioniert mal was nicht, aber dann einfach den nächsten Weg suchen. Genau. Auch kleine Schritte sind ein Weg in die richtige Richtung, was ausprobieren. Einfach einen Workshop nehmen, der einem selber Spaß bereitet hat, und damit dann einfach starten. Mit welchem Programm oder mit welchem sollte man mit 3D-Druck starten oder was? Naja, 3D-Druck ist natürlich sehr faszinierend. Also wenn auf der Bauplatte dann so ein Objekt nach oben wächst, es sieht einfach toll aus. Ne? Also das ist was Greifbares. Ist was Greifbares. Der 3D-Drucker ist nicht ganz preiswert, also den hat man nicht so zu Hause. Von daher ist es ein guter Start. Er ist natürlich auch ein bisschen wie ein normaler Drucker. Hat manchmal Macken und dann muss man mit diesen Macken umgehen. Aber das ist eigentlich auch kein Problem. Also ich finde, 3D-Druck ist ein guter Start. Aber genauso gut finde ich das Auto irgendwie ganz, ganz nett. Ich habe erst gedacht, das Auto, naja, vielleicht ist es nur für kleinere, jüngere. Nö, überhaupt nicht. Unsere 70-Jährigen programmieren es, unsere 64-Jährigen programmieren es, unsere 49-Jährigen. Und es hat eine 46-Jährige programmiert, zum Beispiel. Also die Choreografie, die das Auto fährt. Euer Makerspace in 5 Jahren, wo träumt ihr von? Was ist in 5 Jahren? Das ist ja das Schöne beim Makerspace, dass man eigentlich heute noch nicht weiß, was einem morgen über den Weg läuft und wo man sagt, das ist es. Also da kann man keine festen Pläne für 5 Jahre machen, sondern man muss sich einfach immer wieder abholen lassen und gucken, was sich entwickelt, finde ich. Ja, ich würde mir wünschen, also dass wir diesen Glasraum haben, natürlich. Ja. Und das auf unserem Dienstplan, wo wir so aufgeteilt sind, wer die Auskunft besetzt im Erdgeschoss, im ersten Stock, im zweiten Stock, dass wir dann auch eine Spalte haben, Makerspace. Und da sitzt eine Kollegin von uns und das ist ganz normal. Das gehört dazu. Das ist ein super Schlusswort für dich. Ich mache jetzt nochmal ein Selfie.